Okay, let's go! Guck mal, Reaper's Fall oder sowas hieß er, ne? Das Fall? Nee, das ist der gar nicht. Hä? Doch, da! Guck mal im Chat! Ja, ich guck gerade. Ja, warum wird er mir nicht angezeigt? Ach, Steely, wieder kein BTTV, ach, Alter. So, Boomer. Das war's, komm. Ach, wer hat denn kein BTTV im Jahr 2022? Ach, Bruder, ja. Muss Stoß, Alter. Better Twitch TV. Ach, Digga, sofort runterladen, hä? In zwei Klicks und du siehst alle Emotes. Hä? Scheiße, das ist runter. Gleich nach. Im Loading Screen lädst du das noch runter gleich. So ein Ding ist das. Quatschkopf, Alter. Oh, Epega. Ja. Ey, ich spiel wie ein Spasti, spiele ich wirklich. Das Silber nehm ich jetzt mit. Punkte. Aber ich finde, man ist sehr schön smart, wenn man trotzdem nebenbei diese anderen Punkte holt. Aber ich weiß, ich will immer direkt zu Gold steppen. Ja, ich nehm Gold mit. Ich hab auch Gold. Nur sauber. Gold, nice. Nur Gold mitgenommen. Zwei sauber. Goldene, ein Silbernes. Einmal Gold. Dann haben wir es. Können sogar Erster werden. Was nichts bringt. Oh, hab ich mir meine Nase gebrochen. Das ist krank. Okay. Nur einmal 3 Punkte Gold reichen. Oder Bronze. Machst du einmal, ja. Und durch. Nice. Easy Claps. Aus mit euch. 16 Leute weg. Das ist ein Add-on eigentlich auf Dings? Guck mal, gibst du auf Google ein, Better Twitch TV. Fertig. Hab ich jetzt. Ja. Hinzufügen. Hinzufügen. Fertig. Durchgespielt. Okay. Einfach geschafft. Einfach gewonnen. So, Stream aktualisieren. Jetzt zeig mir nochmal diesen Fallen. Warte. 3, 2, 1. Jetzt auf die Plätze. Reaper's Fall Guy. Oder so heißt das, oder? Reaper's Fallen heißt das. Ja, lol. Ja, das ist doch auch scheiße. Das ist Reaper's Fallen einfach, wenn man fällt. Digga. Guck mal, da ist noch ein OG-Skin. Kennst du den noch? Warte, wen? Reaper's Fall? Ah, nee, das ist der gar nicht. Louis Vuitton Model. Zu denen hatte ich auch immer die Hose an, eigentlich an. Dunkelblau. Ach, schön, dass dieses Louis V Ding ist, ja. So auf den. Ja, safe, das hatte ich auch immer mit dieser Jeans. Ja, ich weiß. Das ist eigentlich auch. Wie macht man jetzt hier Punkte, Digga? Das verstehe ich nicht. Je länger du überlebst. Oh mein Gott, nein, jetzt kommen die Dinger. Ja, Mods, wenn du stirbst, ist es doch eh. Hast du eh verloren, oder? Hä? Ah, nee, stimmt, weil dann geht's ja trotzdem nach Punkten. Ja, wenn jetzt einer zum Beispiel von einem Team rausfliegt, kriegt er nur die Hälfte der Punktzahl. Die ganze Zeit. Ja, okay, I see. Ja, aber doch einer ist rausgeflogen, schon mal gut. Es kommen auch nur 7 Leute weiter. Oh mein Gott. Bro, die bewegen sich auch echt kein bisschen. Ich weiß nicht, was smart hast du. Warum sollte man da oben? Guck mal, das ist doch viel schwerer. Ja, denke ich mir halt auch. Und ich mach das immer. Lost. Warum mache ich das? Was soll das bringen? Es ist viel leichter unten zu bleiben, wie dumm. Ja. Oh mein Gott, Bro, nein. Und dafür macht's mehr Spaß, oben zu laufen. Oh, der hält er dich fest. Nein. Oh mein Gott, Digga, das ist mit Abstand das Schlimmste. Das hatte ich einmal gehabt und habe auch hier verloren gehabt, muss ich zugeben. Oh mein Gott. Stalin? Bro, alles gut. Bisher gute Punkte geholt. Wenn ich jetzt verliere, musst du den Rest überleben. Nein, ich sehe nichts mehr. Viel geiler so das Game, ohne Witz. Und so mit diesen Springpassagen bockt viel mehr. Man sieht doch gar nichts mehr. Achso. easy, das ist doch. Ich hab das noch nie, also ich hab's zweimal jetzt gehabt, also jetzt das zweite Mal. Das ist doch geil. Viel geiler so. Okay, stimmt. Macht nice. Doch viel mehr Bock irgendwie. Wow. Ich bin Erster, Bro. Viele Leute Erster. Hey, der ist doch runtergesprungen. Ja, aber juckt ja, glaube ich, hier nicht, ne? Ja, aber juckt nicht mehr. Ist ja eben überlegt. Okay. Ja, was, wenn alle am Leben bleiben? Wer fliegt dann raus? Dann keiner. Ah. Ja, dann sind wir nach Finale, Bro. Ah, das ist halt auch wieder falsch. Ja, aber du hast vorhin noch gesagt, yo, also ich habe eigentlich ewig nicht mehr verloren. Ja, das Ding, aber ich hätte es auch nebenbei, diese eine Runde hätte ich ja auch gewonnen gehabt. Ich habe ja gesagt, links, glaube ich, ist, du meinst es, nein, ich höre jetzt auf. Also jetzt willst du es auf mich schieben, alright. Aber gerade hast du noch gesagt, ich dachte aber auch. Kann mich noch erinnern. Aber ja, safe. Lass Weltrekord machen, scheiß drauf. Komm, Weltrekord. Perfekt. Ach, das war's doch Geil. Oh mein Gott. Ja, warte. Ich glaube rechts, ne? Ja. Hier. Guck hier, zack. Oh, scheiße. Ja, oh mein Gott, ich hab da eins nochmal gehabt. Oh, die gehen aber auch links. Oh, das ist gefährlich, wenn gesplittet ist. Das hasse ich aber auch. Splitten darf man echt niemals, Alter. Wahrscheinlich treffen. Wahrscheinlich, wenn wir jetzt hier durchlaufen, glaube ich, guck hier, safe. Ja, allein, dass du das riskiert hast. Ja, das muss man auch ab und zu mal riskieren. Okay, Bro, ich glaube, es ist links. Nein, Spaß, nee, links ist es safe. Nee, links. Es muss links sein. Nee, aber nicht ganz links aus, 100% nicht ganz links. Es ist vielleicht halb, also eins rechts daneben. Rechts daneben, ja. Ja,
Stalin, wichtig. Bro! Geil. Gut, Position 1. Junge, das haben wir ja gerockt, Alter, hä? Mega, 28, wichtig. Ja, jetzt sind wir im Finale. Was sind diese Flaggen da oben rechts? Auf denen, ob du es im Ziel geschafft hast, also 1. Ah, okay. Okay. Jetzt sind wir safe im Finale. Okay, first try als Duo direkt im Finale. Das bockt schon. Ja, da gewinnt einfach egal, wer das Finale gewinnt halt, ne? Ja, auf den, also einer kann natürlich die Krone bekommen, aber wir sind dann trotzdem so mäßig, also sollst du jetzt gewinnen. Kriegen da beide den Mund? Damals war das so, jetzt mittlerweile nicht mehr, ne. Nur einer kriegt die Krone. Einer kriegt die Krone, aber der andere wird dann nämlich trotzdem stehen. Jawohl, kann man halt trotzdem so machen, weil ist ja auch im Normalen so, kann ja eh auch nur einer gewinnen. Ja, genau, deshalb. Am Anfang war es aber dennoch so verbuggt so mäßig, dass jeder dann eine Krone, glaube ich, bekommen hat. Okay. Bro. Frage ist halt, was ich manchmal denke, ob das smart ist, vielleicht einfach direkt vorletzte Etage Loch reinzufetzen und dann. Aber es bringt halt einfach nichts, das ist einfach ein ganz normales Spiel. Nee, das bringt halt nichts, weil wenn dann einer kommt, der lost ist, der rennt dich dann da unten um, dann war es das erstmal mit dir auch. Ja, er sprintet auch wieder um sein Leben. Warte. Na, warum sprinten die? Warum machst du das? Da ist so viel Fläche. Egal, du hast da voll viel für dich, Stalin. Ja, nee, Bro. Hör auf. Ach, komm. Toll. Jetzt ist der alleine da oben. Der hat so viel Fläche da oben. Er wird gleich hoch. Das bringt dir eh nichts. Auch eigentlich. Ja, der ist halt wieder runtergeflogen. Ach, komm. Ach, Digga. Digga, wir sind noch 3 Stages drüber. Na, da ist er wieder. Siehst du, guck mal, der sprintet da wieder komplett um sein Leben, Digga. Ich halte ihn einfach fest, Digga. Ah, oh nein, er ist halt nicht runtergeflogen. Ich mache jetzt einfach auch Scheiß drauf. Geht nicht anders. Ja, er ist runtergeflogen. Der Abfucker ist runtergeflogen. Ja, oh mein Gott, gut gemacht. Hinter dir ist aber noch einer. Ja. Ein Griefen irgendwie? Schade. Nee. Der andere ist auch weggekickt worden. Okay, bei mir ist halt, auf meiner Seite sieht es halt sehr, sehr gut aus. Ich muss hier absperren. Geht nicht anders. Nein, er schafft es. Bananenkopf schafft es wieder. Bro, ich kann es schaffen. Charlin, mach keinen Scheiß jetzt. Das hast du. Du musst da rüber. Ich weiß. Nice, GG. Wir haben's. Ja, es! Let's go, Bro! Richtig und richtig. Vorerst ausgeschieden, aber dein Trumpf nimmt noch teil. Runde beendet. Wichtig. Gut gespielt, Alter. Erste Runde gewonnen. Erste Runde als du. Weltrekord hart auf Hand. geil. Ja, das sind sogar meine Abstand. Wir kriegen auch dann diese Dingsabpunkte, also. Ah, nice. Stil bekommt Krone, du Kronenpunkte. Ich hab eh noch nicht durchgepeilt, was hier Kronenpunkte sind und was nicht, Alter. Ja, ob der nach irgendeiner bestimmten Anzahl kriegt, dann auch dann einfach diese Krone dann mäßig. Die ist ja immer da oben links. Unten diese Anzeige. Ja, und kriegt aber gut XP hier. Ja, genau. Achso, ab 60 Kronenpunkte kriegt man eine Krone, oder was? Hey, warte mal, ich habe aber gerade keine Krone bekommen, WTF. Bei mir steht da oben eine Krone. Lohnung 1. Achso, Bruder, achso, ich hab mich drauf gerade, keine Ahnung. Ich meine, eigentlich müsste doch immer auf dem Kopf angezeigt werden, dieses Ding, oder nicht? Stimmt, bei mir ist auch keine Krone auf dem Kopf. Aber da ist so eine Krone einfach auf der 1. Da habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Ist ja auch Giga-Lost, wenn jeder da eine Krone kriegen würde. Ach, wegen den Splittern habe ich jetzt, steht da 1. Okay, ja, ich sehe. Oh, das Game ist eigentlich auch nice. Man kriegt beide eine halbe Krone. Ja, aber es zählt nicht als... Wie ist das denn mit den goldenen Skins? Zählen da auch die Kronen, die man hier kriegt durch diese Kronensplitter oder nur ja, klar, Wins? Ab einer bestimmten Anzahl von diesen Kronensplittern kriegst du halt eine Krone. Und also die zählen auch als Win sozusagen. Ja, also genau. Muss man ja gar nicht mehr gewinnen, zwingend. Ja, musst du nicht. Muss einfach nur viel spielen. Genau. Hä, wie lost? Oh Gott, ja, okay, dann sind das ja gar keine 3000 Wins mehr. Ey, ich sag's ja, natürlich auch viele durch die Battle Pass und so, das ist halt... Man muss einfach nur so viel zocken. Man kann doch irgendwie auch AFK gehen, kriegt man nicht immer Kronensplitter?
Oh, das weiß ich nicht, aber... Keine Ahnung, gewinnst du ein Game, dann gehst du auf K, kriegst trotzdem Kronensplitter. Aber wann kriegt man Kronensplitter, Chat? Du musst ja nur spielen wie ein Blöder. Hm. Wenn die zählen. Das ist ja dumm, dass die zählen. Hä, das wusste ich gar nicht. Ich dachte, nur Wins zählen für die goldenen Skins. Ja. Schade, ich weiß. Sei da ein bisschen traurig, aber vielleicht, keine Ahnung, wenn Epic Games dann nochmal abcheckt. Autsch. Oh Mann. Der Modi ist echt nice. Oh mein Gott, ja, perfekt, Digga. Einmal gut gelobt, Digga, und dann direkt von Wasserbob getroffen. Hm. Oh mein Gott. Na, wow. Na, super. Wir müssen uns hinten anstellen, Digga. Wie das immer aufgeht. Vor allem die ganze Reihe ist einfach voll, Alter. Ja, genau. Ey, Mann, ich kann mich nicht festhalten, weil da zu viele Mastschweine wieder waren. Boah, wenn man hier Glück hat, warte! Boah, schade, wenn du dann direkt darüber jumps mäßig, kannst du dich auch hier noch da festhalten, aber muss halt Glück haben, dass das halt auch perfekt dann. Bis 21 komm weiter, ja komm. Sechster ist okay, ist Druck auf dem Reifen. Easy. Liter tägliche Aufgaben, ja, es ist so, es ist so. Ey, das ist ja 3000 Wins, das zählt ja einfach gar nicht mehr. Ja, wenn du gewinnst und viel und gut spielst, dann wirst du mehr belohnt, also dann kriegst du halt mehr Splitter und sowas, aber prinzipiell musst du dann ja gar nicht mehr gewinnen. Zwei Bananen, eine Kokosnuss. Ja. Ich habe am Anfang auch nicht verstanden, weil man auch diese Tafel gar nicht so richtig anschauen kann. Weil dieses vermeintliche, dieses Schleim da auch erstmal da daneben steht und dann diese Truppposition verdeckt auch diese Tafel. Banane. Wenn jetzt jemand hier rausfliegt. Na, okay, dachte ich schon. Oh mein Gott, er wollte mich. Oh, er ist. Gott, Bro! Er ist gefallen, oder was? Ja, weil er mich festgehalten hat. Ha, Wichser! So, oh mein Gott. Vier Kokosnüsse, drei Drachenfrüchte. Vier braun, Banane, drei rot. Banane. Vier braun, drei rot, eine Banane, ja. Vier okay. Braun, drei rot, eine Banane. Vier braun, drei rot. Zwei Bananen! Vier braun, drei rot, zwei Bananen. Vier braun, drei rot, zwei Bananen. Braun, drei rot, zwei Bananen. Vier braun, drei rot. Drei rote, rote. Er hält mich fest, Bro. Rot, rot, rot. Oh mein. Oh mein Gott, hab ich ihn gebaitet. Ja, ja, ist ja so schön, wenn er mit rausgeflogen. Oha, wie viele da noch rausgeflogen sind. Krank. Oh mein Gott. Okay, merk du dir die roten? Ich nehm die lilanen. Warte, zwei rote, ne, drei. Margrethe juckt der. Vier lilane. Vier lilane. Merk dir deine roten. Vier lilane. Drei rote. Hast zwei Birnen, ja. Lilane, zwei Birne. 3, rot, 3 rot. Vier lilane, zwei Birne. Vier lilane. Lila. Ja, hier. Achso, bist du bait? Bait immer. Ah, der eine WTF, Digga, der ist da noch rüber. Ja, richtig. Geil. Das ist ja, der ist satisfying, der Modus hier. Das spielt auch voll selten irgendwie. Der ist eigentlich auch am Anfang meistens am Start gewesen. Also eines der ersten Games wäre das. Aber mit Teams kommt der immer sogar. Relativ zuletzt, wir müssen jetzt echt gute Punkte holen, also platzierungsmäßig. Oh, guck mal, Bro, das hasse ich auch. Wir sind wieder letzter, Digga. Es, die Reihe, das ist so dumm. Guck mal, oben sind sogar einige Plätze noch frei. So schlecht. Nein, einfach handicappen. Ah, super. Warum brichst du dir die Beine? Was ist denn los mit dir, Minion? Bitte nicht berühren. Corona-Abstand, bitte. Er macht nicht Corona-Abstand! Ja, man sollte schon Corona-Abstand machen, finde ich auch. Oh, da trau ich mich, Digga, da gehe ich nicht durch die Mitte. Wenn du es machst, wie hieß. Weil mit diesem Ventilatoren fühle ich jetzt. Ich hab's so gerockt, Alter. Hast du geschafft? Ja. Nice, GG's. Bin Zweiter. Oh, wichtig, sehr, sehr gute Punkte. Ja, Bro, also ich werde es mit dem Trampolin-Dinger machen, aber Ventilator riskiere ich jetzt nicht bei Teamspielen. Ich habe es auch zum ersten Mal gerade gemacht. Einfach gesprungen. Gestern ging Stream nicht, weil Audio-Dinger haben sich verstellt und man hat mich nicht gehört und Gaming-PC an sich nicht. Einfach nichts gehört. Habe ich einfach bis um 5 Uhr auf Stream Sea of Thieves gespielt. Und ich habe die heftigsten, mit irgendeinem Random, die heftigsten PvE-Quests gemacht, die man überhaupt machen kann.
Macht das echt so süchtig, Digga, so oft. Sea of Thieves macht richtig Spaß, Alter. Du bist einfach auf deinem eigenen Schiff und da machst du so richtig die Schiffssachen. So Segel setzen, in den Wind reinsetzen, die, weißt du, Anker lichten, Anker hochholen, auf andere Schiffe entern und die an Anker setzen, damit du die abfuckst, damit die so auf Stelle bleiben. Dann schießt du mit einer Shotgun, lädst nach und eine Stunde hast du nur 5 Kugeln, musst smart einsetzen. Dann mit deinem Säbel fightest du die. Das ist übel geil einfach. Ich muss aber sagen, Schiffspiele habe ich eigentlich nie gefühlt. Auch bei Assassin's Creed, Digga, so ein Schiff. Black Flag war das, glaube ich. Das war todesbeliebt irgendwie, Black Flag. Mit dem Schiff. Ich habe es auch nicht gespielt, aber das war todesbeliebt. Das soll doch richtig gut gewesen sein. Ja, ich glaube, fast alle Teile von Dingston hat auch eigentlich gut gewesen, aber weiß nicht, so diese Schiffpolitik. Ja, keine Ahnung, ich bin halt auch ein riesen Fluch der Karibik-Fan, ich lieb den Scheiß. Hm. Also ich glaube, auf dem Meer wäre ich auch seekrank, aber so Game und Filme und so feiere ich halt Todes. Ich hab auch ultra Angst vor Haien und sowas. So getaucht in dem Game, auf einmal, ich drehe mich um und so ein riesiger Hai schwimmt auf mich zu und beißt mich, Alter. Ich bin auch Todes erschrocken. Jumpscare. Einfach Jumpscares. Sagst du noch DVD? Das hast du auch damals komplett. Ja, nee, nicht mehr. Nur wenn neue Killer rauskommen. Heute kommt, by the way, einer um 17 Uhr raus, neuer Killer, lul. Sagst du dann? Heute denke ich nicht mehr, aber morgen dann. CBD ist halt, es gibt halt einen Killer und du spielst ja gegen 4 Survivor. Und die Survivor sind einfach immer besser als du. Also die sind einfach besser und die mobben dich dann immer. Die können dich teabaggen, die Flashlights spammen dich. Der eine hat dasselbe Outfit an wie ich, just saying. Warte, ah ja. Und eine Taube hält mich die ganze Zeit fest. Arceus, ja, komplett. Taube hält mich die ganze Zeit fest, dieser Nutzensohn, Mann. Als ob der jetzt einmal, zeige ich Stream nicht. Der Scheiß habe ich auch richtig viele. Ich bin schon echt geistkrank gegrindet. Der nächste kommt halt Ende des Jahres, noch ein Pokémon-Teil. Also neunte Generation, komplett neues Game. Heftig. Naja. Ich weiß, du hast ja gesagt, eigentlich warst du ja auch kein Fan von diesen neuen Dingern, aber du meinst ja, das war für dich mit eines der heftigsten, dieses Beste. Gute Entscheidung. Dieses andere. Dieses XY. Achte Gen war ultra geil. Der Schwert und Schild, das ist ja ultra geil. Das ist einer meiner Lieblings-Pokémon. Ja, aber wenn man sich so, Digga, irgendwie so eine Steckdose ist ein Pokémon, dann ist irgendwie so ein Kugelschreiber auch ein Pokémon, Digga. Ja, es gibt schon echte wacke Pokémon, aber es ist auch. Gibt auch sehr viele geile neue und es ist so richtig Systemleiter. Wenn du das einmal richtig lernst, dann macht das schon richtig Bock. Was ist gegen was effektiv? Dann gibt's Pokémon, die sind vierfach anfällig für irgendwas, aber dafür nur normal anfällig gegen alles andere. Es ist schon sehr geil. Also. Gibt's schon auch richtig geile neue Pokémon. Das weiß ich gar nicht. So neue Anime, weißt du? Der guckt schon Fernseher, das ist halt die Frage. Ja, das aber trotzdem irgendwie muss es doch. Weiß nicht. Ja, auch einfach diese unendliche Tiefe im Meer. Haie sind vermutlich noch das harmloseste. Ja, safe. Also Subnautica. Was für Angst ich hatte, Worldboarder da so runter zu schwimmen, da hat man einfach Angst. Wenn man so in die Tiefe geht, wenn man so 5000 Meter tief auf einmal ist und alles schwarz, du siehst nichts. Die Tiefen des Meeres sind schon echt gruselig. Du spürst Subnautica, Digga, das Game ist ab 6, das größte Horrorgame, was ich je gespielt habe. War ab 6. Wenn das ein 6-Jähriger spielt, ein Real Rap, ein 6-Jähriger, der kriegt einen Dachschaden. Psychose fürs Leben. Ohne Spaß. Digga, das sind genau diese zwei Spieler da von dir. Diese Typen da, die wir vorhin in der ersten Runde schon hatten. Mit was dieser denn? Frisur, dieser Pommes-Frisur. Ja, ne? Digga, die sind wieder drin, ja. Das gibt's nicht. Aber der ist doch gerade im Shop, deswegen kann ja sein, dass sie random sind, oder? Ja. Hoffe ich zumindest. Ach, Digga, jetzt nimmt er natürlich meins. Oh, ich hab für mich hier komplett gelb alleine, holy shit. Aber bringt leider auch nichts. Juckt. Auf 4 Flächen unter uns, Alter. Oh mein. Ich bin auch immer sogar hier Dings. Mann, diese Taube fuckt mich so ab. Oh mein Gott. Fucker Taube. Reapers 3 Promille in Chat. Boah, ich war 2 Etagen drüber jetzt. Oh mein Gott. Ah, da ist hier Gockelkopf-Skin. Nein. Dein Skin ist da wieder. Mein Double, sagst du? Lass dich doch mal. Boah, ach nein! WTF! Ich wollte eigentlich da direkt zurücksteppen. Bist du noch bei Gelb? Ne, ja. Jetzt bei Blau.
Das war's mit mir 100%. 100%! Oh, bitte, Reverse. Ja, mach diesen Hechsprung. Nein! Hast du's? Nein. So leider knapp, nicht. So knapp. Ausgeschieden. Ey, so schlecht. Tobi der Huren. Digga, wollte gerade schon sagen, Alter. Also, das Name aber auch Programm, Alter. Holy shit, Digga.